So, willkommen zurück. Es geht weiter mit Let's Play Unravel. Mit Jani, letzte Folge habe ich wieder ein bisschen preisgegeben von meinem eigenen Leben. Sorry dafür, wenn euch das auf den Kranz geht, aber ich bin immer jemand, der das halt gerne vergleicht mit seinem eigenen Leben. Wenn es dann solche Situationen gibt. Spiele sind ja nicht nur dafür da, um gespielt zu werden, sondern auch dafür da, dass man sich manchmal Gedanken darüber macht, was die Entwickler dahinter sich gedacht haben. Oder manchmal sollen Spiele genauso wie Filme einfach auch zum Nachdenken anregen. Oder eben auch Bücher. So, Wintersonne, jetzt kommt Rost. Ah, okay. Jetzt habe ich begriffen, was wir machen müssen. Soll ich hier oben einen Knoten machen? Fängt es auch an zu schneien. Woher kam denn der? Scheint ein Schrottplatz zu sein.
Hermione. Okay, ich glaube, ich muss mit dem Reifen mitlaufen. So schwer ist es jetzt nicht. Ich stelle mich mal wieder ein bisschen doof an. Wie schön das wieder ist im Hintergrund. War hier keine ruhige Minute. Im Hintergrund mit dem Mond, habt ihr das gesehen? So mit dem tiefen Unschärfe sieht das echt super aus. Okay. Erinnerung. Also wir mit den Husky. Das sind so wunderschöne Tiere, Huskies. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich. Das wäre so eines der Tiere, das ich unbedingt haben wollen würde. Oder eben eine Katze, aber ein Husky ganz besonders. Aber da fällt mir ein Film ein, der mich tatsächlich sehr bewegt hat. Und zwar, wie hieß der nochmal? Wie hieß der denn noch mehr? Das ist ein Disney-Film und zwar, da geht es um 8 Huskies. Gott, wie hieß der nochmal? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein wunderschöner Film. Da spielt übrigens Paul Walker mit, der ja letztes Jahr, glaube ich, verstorben ist. Und das ist die große Frage. Wie geht's weiter? Nein.
Oh. Ein Magnet. Da hinten ist das Ziel. Mechaniker. Okay. Ach nee, ich muss das da irgendwie rüberbringen. Okay. Also doch noch mal ein bisschen weiter mit dem Metallteil. Thank you.
Okay, ich bin gerade ein bisschen sehr überfragt. Nein, jetzt muss ich echt nochmal alles von vorne machen. Okay, hier ein Knoten. Okay, man muss das doch. Okay, man muss das andersrum machen. Weiß ich jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich es gemacht habe. Ich glaube hier ein Knoten. Und dann hier ein Knoten. So war es nicht. Ach doch. War richtig. Hier einen Knoten. Dann langsam ablassen. Jetzt sind wir draußen. Irgendein, was soll das sein? Das sieht aus wie so ein Krankenwagen. Okay, das Spiel tötet einen aber auch gleich immer erstmal. Oh, ist das fies! Das ist echt fies.
Okay, was genau muss ich denn hier tun? Ich gucke jetzt gerade oben und unten. Aber durch kann ich ja nicht. Muss ich da hochspringen? Ich weiß es nicht. Ich versuche das mal. Okay, ich bleibe jetzt einfach hier vorne stehen. Ich muss ja kein runterkommen. Das sieht aus wie alte Auspuffe. Ich nehme einfach an, wenn das Ding gerade so schräg ist, dann muss ich da schnell hochspringen. Das ist der Gedanke, den ich gerade verfolge. Nein, der Gedanke. Hier irgendwas hochbringen. Okay, das wird überhaupt nicht scheiße mehr. So werde ich da nicht hinkommen. Das glaube ich nicht. Ich will nochmal unten gucken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nochmal hin muss. Ich muss das, glaube ich, oben irgendwie lösen. Das Problem. Aber wie? Das stimmt, ich kann mich ja angeln. Das war Glück. Thank you.
Oh oh. Okay, das ist eine Schrottpresse. Das ist mit den Augen so süß, dass die immer so zusammenknippen werden. Das ist so süß. Die Zeit wird kommen. Okay, das ist also die Hälfte, die ich auch schon gesehen habe. Ich habe in den Folgen mal reingeguckt gehabt. Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Ja, das ist wieder so, das geht wieder so in Richtung Familie. Die Kinder sind eine Zeit lang bei der Mutter, irgendwann sind sie dann aus dem Haus und die Maschine des alltäglichen Zusammenlebens, könnte man so jetzt interpretieren, kommt dann zum Stillstand und die Kinder gehen in die weite Welt hinaus und ja, machen ihre eigenen Lebenserfahrungen und kommen nur noch selten irgendwie in Anführungsstrichen nach Hause, um bei der Familie zu sein. Genau, die Ziele sind ohnehin unterschiedlich. Das sehe ich ja zum Beispiel bei meiner Schwester, die so eine Pferdenarrin ist, die ist so in Pferde verliebt, dass sie da in die Richtung natürlich auch was machen will. Und mein Bruder, der ist eher so ein Technikfreak, so wie ich es halt auch einfach bin. Der will halt eher in die Elektriker-Richtung gehen. Komplett zwei unterschiedliche Dinge, die aber unterschiedlich Zeit beanspruchen und demzufolge auch wird man sich wahrscheinlich aus den Augen verlieren. Früher oder später wird da nicht mehr viel sein. Vielleicht zu den Geburtstagen, aber sonst wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin gespannt. Das ist eine Zeit, auf die ich mich nicht freue, aber mal schauen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Es ist echt so unglaublich. Man kann das an jede Situation an ein Leben eigentlich anpassen. Die kleinen kurzen Sätze, die immer für die Kapitel stehen. Das ist echt cool gemacht. Vielleicht findet ihr euch ja, wenn ihr euch die Sätze da durchliest, auch wieder in euren jetzigen Lebensabschnitt und denkt nochmal zurück, wie schön es zu Hause bei Muttern war, als man noch in der Schule war, mit Kumpels, und inzwischen hat man die Kumpels vielleicht sogar aus den Augen verloren. Jeder hat seinen eigenen Weg gewählt. Das ist, wie nennen die Dinge? Der alte Fiat, ne? So ein alter Fiat. Das ist die Schrottpresse. Oh, ein Schäferhund. Oder nee, das ist der Husky, oder? Das ist so ein Husky-Mischling, sieht so aus. Hat offensichtlich auf dem Schrottplatz gearbeitet, der gute Mann. Sieht aus wie so ein Husky, oder? Ihr könnt in meine Kommentare schauen, das ist doch ein Husky, oder? Das ist so eine Mischlingsrasse irgendwie. Kennt mich mit Hunden nicht so aus. Ach du Scheiße. Das ist jetzt ein kompletter Wechsel eigentlich. Ach, das ist der...
Der ältere Mensch, oder? Der Opa, der auf dem Schrottplatz gearbeitet hat und dann irgendwann im Krankenhaus gelandet ist. Oh. Okay, jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach dem anderen Teil. Was ich immer hier oben suche, das ist mein Rätsel. Das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Das letzte Blatt. Ich weiß nicht, was danach kommt. Deswegen werde ich jetzt hier mal einen Cut machen und dann sehen wir uns zu Folge 18 wieder. Das ist, glaube ich, dann die Donnerstagfolge. Was krabbelt denn da? Das auch, da krabbelt doch irgendwas. Ah nee, sah nur so aus, okay. Das ist ein Fleck auf meinem Monitor. Da krabbelt nichts. Okay, ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Wenn es dann wieder heißt Let's Play Unravel, dann gibt es das letzte Blatt. Schauen wir mal, ob es dann schon gewesen ist oder was uns noch erwartet in Unravel. Also, bis dahin. Ciao.